Okay, da sind wir wieder und wir wollen weiterhin diese zwei Räume machen. Also ich weiß, hier gibt es noch einen Geheimraum, es gibt immer einen Geheimraum, aber ich habe Folgendes jetzt beschlossen. Nämlich die dritten Geheimräume dann erst ganz zum Ende zu machen. Wir haben ja den ersten Geheimraum eh schon verpasst. Es wird jetzt voll das Durcheinander geben. Das heißt, ich konzentriere mich einfach auf... Wow, scheiße. Darauf, dass es hier immer zwei Räume gibt. Und dann, wenn ich das Level fertig habe, dann mache ich das nochmal und suche jeweils den dritten Raum. Weil soweit ich verstanden habe, gibt es doch. Also in jedem sucht ihr zwei Wege aus Part. Also nicht Part, sondern so Weg. Ach, hier gibt es schon manchmal noch einen dritten Weg, oder? Also auch in jedem. Ausnahmslos, denke ich. Ja gut, das habe ich jetzt nicht besser hinbekommen. Das hätte man schon besser hinbekommen können, aber... Naja, schade. Okay. Ja. Kriechen. Ich glaube, die werden auch zunehmend schwerer, natürlich, die Levelabschnitte. Also nicht natürlich. Selbstverständlich ist das jetzt nicht. Ja, toll. Aber ich gehe mal davon aus. Ich spekuliere mal. Vielleicht sind die auch gleich schwer, aber genau, kann man das überhaupt genau messen? Wow. Das war jetzt ganz schön doof von mir. Aber andererseits habe ich das noch überlebt, ja. Schlimmer ausgehen können. Das war jetzt natürlich weniger schlau, so einfach ins Leere zu springen. Wow, pff, der. Warst du schon? Okay, wie kann ich mich hier am besten umbringen? Ich will mich einfach nur selbst töten. Exit. So, und wieder von vorne rein. Und dann in den rechten Raum. So, wir haben noch nichts gesehen vom nächsten Teil. Jump. Ja, so heißt das Spiel ironischerweise, aber Jump ist verboten. Springen ist nicht genehmigt. Wir dürfen nicht springen. Also, Springknöpfe funktionieren einfach nicht. Alle beide. Also, Spin Jump und der andere. Okay, dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Das war schon mal falsch. So. Wow, wow, wow. Shit. Nicht so. Ach, scheiße. Ach so, ich verstehe schon, was ich falsch gemacht habe. Ne? Auch schwimmen darf ich nicht. Ich muss ja so mit einem Sprung hoch. Habe ich das eben geschafft. Jetzt. Yeah. Und hier hochrennen und abspringen darf man zumindest noch. So, da muss ich hier und... Oh. Ganz viel Timing. Da rein. Was? Ne, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich muss hier abwarten. Ich glaube, ich verstehe ungefähr, was ich machen muss. Ich muss so abwarten hier. Dann auf ihm hier. Ah, okay. So. Was so einfach aussieht, einfach mal rüberhopsen, aber geht nicht. Wir müssen... sind auf diesen Cooper angewiesen. Ich kann es nehmen oder auch lassen. Ich glaube, das Spiel will, dass ich das nehme, aber ich sag so... Also, ich glaube, das Spiel will nicht, dass ich ein Cape habe. Ja, was muss ich hier machen? Ach, ich verstehe, was ich machen muss. Ich habe ein Cape, obwohl ich das wahrscheinlich nicht mal darf. Dann kann ich... Ach, ich kann gar nicht mal loslassen. Das ist ja scheiße. Ich dachte so... Moment, das müssen wir nochmal geschickter anstellen. Erstmal beide runter. Oder nicht beide runter. Das... Ich muss das folgendermaßen machen. Den runter... jetzt den runter und dann so ganz geschickt an den vorbei. Ja, geschickt ist anders. Naja. Ich glaube, hier das nochmal, nur noch extremer. Ja, keine Ahnung, ich bin einfach scheiße in dem Spiel. Ey, was mit Festhalten? Das hat er jetzt auch nicht gemacht. Das kann er wohl noch. So, jetzt muss ich hier hin, mich da fallen lassen und dann... Ja. Ganz falsch. Mist. Nein. Ah, ich darf nicht den unten Knopf machen. Okay. Oh. Ja, falsch. Richtig. Jump. Okay. Damit haben wir es zum nächsten Raum geschafft. Und ah, es fühlt sich so gut an, wieder zu springen. Das Lustige ist, wenn wir jetzt in die rechte Röhre reingehen... kommen wir links raus und andersrum. Also das hat man jetzt nicht erwartet. Okay.
weiter. Okay, fängt schon mal gut an, würde ich sagen. Oh, das gefällt mir aber gar nicht mehr. Shit. Oh Mann. Das ist ja voll am Eskalieren, ey. Okay, das... Oh fuck, genau falsch. Wie soll ich ein A drücken, wenn ich im Wasser bin? Also, raus Spinjumpen oder was? Oder kann ich springen? Ich kann doch hier hochspringen. Toll, das bringt mir aber gar nichts. Okay, so ist das ungefähr gedacht. Ja. Boah, schnell hier wieder raus. Das, glaube ich, ist somit einer der schwersten Levelteile. Das mag ich gar nicht hier. Na, fast. Okay. Boah, wenn das doch so wieder auftauchen würde. Ja, perfekt. Okay, kurze Verschnaufpause. Okay, und was erwartet mich hier Schönes? Okay, die Dinger regnen. Mit demselben Soundeffekt, wie wenn ich ein Item kriegen würde. Also aus meiner Reservebox. Und hier? So, das hier scheint Boden zu sein. Also, keine Ahnung. Oh. Oh, ich muss hier Survival machen. Glaube ich. Okay, Wasser geht. Wow. Bis dieser Timer von P-Switch abläuft. So, jetzt kann ich schnell fahren. Geschafft. Ja, das finde ich gut, dass nicht nur so eine Idee umgesetzt wurde in einem Level-Teil-Jump, sondern gleich mehrere. Boah, Gott. Okay. Habe ich mir wohl nicht anders verdient. Der Fisch gefällt mir aber gar nicht hier wieder mal. Ich glaube, das sieht nach Ende aus. Scheiße, aber ich darf keinen Checkpoint schon bekommen. Erstmal töten. Exit. Und wieder neu rein. Und diesmal gehen wir in die linke Röhre, weil wir dann rechts rauskommen. So. Schon verkackt. Achso, warte, ich blase mich immer mit von vorne auf. Das sieht lustig aus. Kleiner Mario mit Feuerblume irgendwie. Aber ich habe gar keine Feuerblume irgendwie. Ich bin auch gar nicht klein. Irgendwie ist das echt komisch. So, das haben die ja wohl so offensichtlich anders programmiert. Ja, okay, bin ich halt getroffen. Passiert. Ich weiß nicht, warum ich halt immer auch als Feuer-Mario dargestellt werde. So ein kleiner Feuer-Mario, wo ich normal großer Mario bin. So, ich denke mal, klein hat den Zweck, damit ich hier besser durch die Orte komme, so. Also, was heißt besser oder überhaupt durchkommen kann, teilweise. Was ist denn das? Wenn ich reingehe, dann bin ich getroffen. Was? Ich kann ja voll mogeln, also nicht mogeln. Falsches Wort. Scheiße. Das gefällt mir irgendwie. Okay, nochmal. Okay, so machen wir das. Oh, scheiße, jetzt muss ich irgendwas... Ich weiß nicht, ich muss irgendwas schaffen, ich weiß nur nicht was. Achso, ich muss überleben, oder was? Natürlich ist das echt nicht so schön, sich zu bewegen auf... Grundsatz. Will ich den Stern? Ach, ich habe gar keinen Stern mehr. Ach, ich würde hier sterben. Ich muss den Stern haben. Und der Stern, der verschwindet dann automatisch im nächsten Teil wieder. Das wäre zu schön gewesen. Boah, was ist denn hier los? Kennt ihr dieses Flash-Game? World Hardest Game oder wie das heißt? Das erinnert mich gerade irgendwie daran. Boah, wenn mal diese Feuerblume nicht gewesen wäre jetzt, ne? Dann wäre ich jetzt hier genauso durch. Durch, 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 nicht durch. Schade. Also schon durch, aber nicht ohne Verluste. Okay, und jetzt hauen wir ab. Am Arsch hauen wir ab. Jetzt können wir abhauen. So, mit richtigem Timing. Das war nicht das richtige Timing. So kann ich eigentlich. Oh Mann. Jetzt. Ja, jetzt. Oh oh. Und wieder zurück. Schlecht. Ah, nein. Was ist hier nur los? So, jetzt habe ich schon wieder einen guten Save-Set. Ja. Komm schon. Nochmal. So. Nee.
Nein, ich will auch gar nicht da rein. Ja, gut, jetzt haben wir es so weit mal. Was zur Hölle ist hier los, Alter? Okay, das Spiel wird echt nicht langweilig, das muss man sagen. War auch schon mal wieder mit neuen, ganz fiesen Ideen. Natürlich hüpft er rum. Er kann nicht stillhalten, okay. Was? Okay, dann wieder zurück. Okay, dann wieder hin. Okay, dann wieder weiter, dann wieder zurück. Dann doch hin, dann, ich weiß nicht, hin und her. Ich weiß schon gar nicht mehr, was hier richtig und was falsch ist. Dieses Spiel, dann müssen wir den auch runterhauen, oder was? Ja, diese Feuerblume. Scheiße, die ist... Nur wegen diesem Feuerball überlebe ich diese Stelle jetzt nicht mehr. So, dann rein, dann wieder raus, dann wieder rein, dann raus, dann rein. Und dann wieder raus. So, und dann muss ich den hier befreien, glaube ich. Boah, aber mit besserem Timing. Ah, dann kommt er auch auf mich angedonnt. Ist ja nett. Ja, diese Feuerblume, Alter. Die ist so gemein gesetzt. Okay, jetzt. Nein, nicht jetzt. Jetzt vielleicht. Oh Gott, was ist denn das? Vor allem, das bebt hier alles wie Scheiße. Ich erkenne ja gar nichts mehr. Ja, okay, du mich auch. Muss eine bessere Gelegenheit finden. Das war sie sowas von überhaupt nicht. Wow, Moment, was ist das für ein Safe State? Ey, durch diesen aus Versehen Safe State habe ich es geschafft. Geil. Aber ich komme nicht mehr zurück. Nein. Okay, doch. Okay, 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 alles gut. Jetzt schnell da rein. Dann schnell da rein. Gibt es vielleicht einen Geheimpilz? Ne, gibt es gar nicht. Gibt es einen Grafikfehler? Das war's. So, dann schnell das. Oder auch nicht. Weiß auch nicht. Das geht gar nicht. Dann vergesst den Safe State. Kann ich auch wieder zurück irgendwie? Kann ich nicht. Ach so, ich verstehe. Ich muss erst hier hin, den da runter locken und dann können wir das machen. Dann so und dann dadurch. Ja, cool. Auch hier ist wieder eine... Boah, ich hab's geschafft. Eine Gelegenheit gefordert, wollte ich gerade sagen. Ach so, am Arsch, Alter. Was ist das für eine... Du musst doch wieder zurück, oder? Ach so, die fallen. Oh, wunderbar. Das ist gut. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Okay, ich muss nochmal schneller reagieren. Da rein und schnell irgendwie in irgendeine Ecke. Und dann wieder zurück. Und dann da rein und ich weiß auch nicht. Hilfe. Okay, dann nicht da rein oder was? Dann einfach in der Ecke bleiben. Was zur Hölle? Wann habe ich denn mal irgendwie eine Gelegenheit, dass ich hier nicht sterben muss? Achso, wahrscheinlich, wenn die genau beide hochspringen. Nein, auch nicht, auch nicht. Ja. Ah. Boah, das war viel schwerer als das erste Ding. Glaube ich zumindest. Ich habe ein bisschen auch vergessen. Ich glaube, ich habe gerade außerdem die Geheimtür freigeschaltet. Will ich aber gar nicht. Scheiße. Ich will nicht die Geheimtür freischalten. Achso, der macht das automatisch, den Weg. Und wenn ich beide öffne, dann öffnet sich die geheime Tür. Okay, gecheckt. Was? Pass auf, wo du hinscrollst. Sei sicher, dass du richtig guckst, wenn du über Objekte stehst und dass Mario in der Mitte vom Bildschirm ist. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hinscrolle, dann geht's hier auch weiter, oder was? Wenn ich hier hinscrolle, dann scroll ich... Ja, dann bin ich in den Baum... Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier läuft. Also ich muss in der Mitte vom Bildschirm sein. Da bin ich immer sowas von nicht. Ich glaube, ich kann gar nicht an diesem Baum schon vorbei, oder? Geht das? Doch, kann ich. Yeah. Scheiße. Ich verstehe dieses Level irgendwie von und hinten nicht. Ich kann ja auch hochspringen. Wie mache ich denn, dass ich dann nicht sterbe? Das habe ich jetzt einmal aus Versehen geschafft, wisst ihr? So, okay. Wow. Scheiße, Mützblock. Okay, dann komme ich hier hoch, denke ich. Na, irgendwie auch nicht. Nicht zwangsläufig. Ach, Dreck.
Ja, bauen wir mal hier Münzblöcke hin. Und gehen wieder. Und dann darauf. Und dann bin ich erstmal kurz sicher. Ja, am Arsch. Wie komme ich jetzt hier wieder weiter? Hier. Nein. Weiter scrollen. Und dann schon. Okay, das ist voll komisch gemacht, dieses Ding. Deswegen verstehe ich das auch. Das meinst du gar nicht. Ist das jetzt richtig, was ich hier mache? Stirb einfach. Ich kann nicht scrollen, wenn ich Items halte. Ist mein Ziel jetzt, diesen Pilz zu holen, oder was? Keine Ahnung, weiter scrollen kann ich gar nicht jetzt hier. Wenn ich mich hier hinstelle. Dann könnte ich... Wahrscheinlich hätte ich die Shell dafür gebraucht, oder? Kann ich ihn töten? Nee. Ups, falsch. Das war falsch. Kann ich jetzt scrollen und dann... Ach nein, nicht. Nicht so, sondern so und dann... Moment, mehr Timing? Ja, dann dahin wieder? Nee, dann bin ich schon wieder da, wo ich vorher war. Scheiße, Alter, was ist denn das für ein Level? Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ich weiß auch nicht mal genau, was ich hier machen will. Nein, nicht retry. Scheiße, was ist denn jetzt? Okay, Hauptsache, ich lebe. Also, wenn ich hier mich opfer... Nein, scheiße. Wenn ich jetzt hier scrolle alles, dann hier hingehe. Dann scrollt mich aber nichts mehr mit. Was? So, ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe mein Item dafür verloren leider, aber... Vielleicht war das doch die einzige Methode. Wahrscheinlich nicht, aber... Ich bin einfach nur schlecht. So, nehmen wir das. Ich hoffe, das war ganz richtig, den zu drücken. Ich würde auch sehr gerne auf diesen anderen Pilz bekommen. Nächsten Pilz hier. Geht nicht? Doch, geht. Weil ich den bestimmt wieder für irgendwas opfern muss. Also so wie ich mich anstelle halt, ne? Was muss ich denn hier machen, genau? Ich habe ungefähr verstanden. Moment. Wir scrollen nach da und dann... Ja, mit mehr Timing halt. Da hoch, aber geht das nicht? Wenn er genau an der Spitze ist. Oh Gott. Mann. Okay, wir stellen uns hier hin und... Nein, nein. Wir stellen uns... Was? Ja, okay. Bin ich hier sicher, wenn ich hier stehe? Ja. Wenn ich jetzt scrolle, dann hält der Bildschirm einfach nur kurz an. Das war's. Mir passiert ja gar nicht. Muss ich irgendeinen dieser Blöcke vielleicht werfen? Ja, wenn ich hier unten schon wieder bin, ist ja schlecht. Muss ich das irgendwie werfen? Muss ich die Blöcke entfernen? Oder da hochwerfen? Ich weiß es auch nicht, Gott. Ja, hochwerfen würde ja auch nicht so viel Sinn ergeben. Oh, ich habe verstanden. Oh Gott, ich glaube, ich habe es verstanden. Also vielleicht habe ich es verstanden, ich weiß es noch nicht. Rewind. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ich versuche mir den Pilz nochmal zu schnappen kurz. So, ich glaube... Ja, ich muss die Blöcke tatsächlich entfernen. Da ist hier die Ranke drin. Das Ziel ist es halt, dass die Ranke bis nach oben sich durchgießt, wisst ihr? Also... Gieß ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Sogar auf jeden Fall das falsche Wort. Sprießt, keine Ahnung. Was Pflanzen halt so machen, wenn die wachsen. So, dafür muss sie hier in der Mitte sein. Ich hoffe, das ist... Das sieht ganz richtig aus. Seht ihr? Und dann komme ich fast auch an. Aber auch nur fast. Hätte ich da links lang müssen hoch? Hätte links sein müssen oder doch in der Mitte jetzt? Das weiß ich jetzt nicht. Doch,
Das schaffe ich aber. Ja, das geht. Das geht schon. Und dann. Achso, dann scrollt man wieder. Ist ja logisch eigentlich. Dann sind wir hier nicht drauf. Wenn ich jetzt hier hingehe und dann. Nein. Okay. Ich gehe hier drauf und scroll schnell. Oh mein Gott, das hat geklappt. Ich habe nicht mal selber dran geglaubt. Okay, dann versuchen wir das Trampolin hier reinzukriegen und dann. Na, das geht aber gar nicht. Ich kann ja fast in diese Plattform einfach reinlaufen. Ich kann nur von hier nicht mehr springen. Boah, ist das ein komisches Teil hier. Wahrscheinlich muss ich mich treffen lassen und es nehmen. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es so. Weil zumindest komme ich ja dann hier weiter. Dann hier rauf. Ah, nicht ganz. Auch nicht ganz. Alles ist nicht ganz. Ha, scheiße, und jetzt? Ah, das geht aber locker. Moment. Ich stelle mich an die Spitze. Jetzt habe ich's. So, und jetzt muss ich nur noch weiter scrollen, aber irgendwie passiert das nicht so wirklich. Das Spiel hält an, so. Ah, jetzt irgendwie. Ich weiß nicht genau, ich verstehe den Faktor nie so ganz. Aber guck mal, jetzt habe ich einen Pilz. Ich komme hier durch. Alles ist gut. Bis die ganzen Scheiß-Bombs auftauchen, auf jeden Fall. Dann stellen wir uns mal. Oh Gott, genau das wollte ich jetzt mal. Sowas von nicht. Ich wollte eigentlich nur da hoch. Kann ich nicht da hoch? Doch, da kann man doch hoch. Ja, okay. Zumindest hier bis hierhin geht alles glatt. Moment. Ah, ich muss es jetzt irgendwie da hoch schaffen. Okay, ich probiere es nochmal. Ach man, ich will aber das Power-Up nicht verlieren, wisst ihr, weil ich will es mir aufbewahren, falls ich es noch brauchen werde. Für irgendwas Wichtiges. Okay, ich probiere es nochmal. Oder muss ich hier schon scrollen? Weiß ich nicht. Vielleicht. Könnte sein. Aber dann in die andere Richtung, oder? Oh, das sieht schon besser aus. Das sieht schon viel besser aus. So, hier komme ich spielend durch. Ich glaube, jetzt muss ich nur hier einmal scrollen. Okay, und schnell wieder raus. Oh Gott. Und dann. Dann weiß ich nicht, wie es hier weitergeht. Hier drin schon mal nicht, oder? Komm nochmal runter, Mr. Wurmboy. Und dann scrollen wir halt nach da und dann bin ich tot. Ich kann aber nicht scrollen, während ich in der Luft bin halt. Das ist. Oh Moment, oder ich stelle mich einfach hier hin. Ist das eine Methode? Ah. Das könnte aber nur sein, ja. Okay. Boah, wie lange geht denn das noch? Ich hab doch jetzt echt bewiesen, dass ich es irgendwie hinbekomme. Okay. Keine Ahnung, was ich hier machen muss mit dem Trampolin. Ist mir jetzt auch scheißegal. Ich will jetzt einfach nur hier lebend raus. So, zack, eine Stelle übersprungen. Ist mir jetzt echt egal. Deswegen will ich diesen, wollte ich auch diesen Pilz behalten. Für genau sowas. So, bis hierhin haben wir's. Wie kriege ich jetzt hier eine Plattform hergezaubert? Was zur Hölle? Ah, guck mal da. Ja, wartet. Tür, kommt zurück. Böse Tür. Yeah, und dann haben wir es bis zum Boss geschafft. Wahrscheinlich, weil es nach der letzten Tür aussieht. Gut, haben wir es geschafft. Exit. Nächster Part. Oder nächster Teil hier. Vom Level selbst. Okay. Das Spiel sagt, geh nach links, ich geh nach rechts. Wow, das Spiel verhält sich komisch. Ist es so. Ich kann nicht mehr steuern. Oh, ich kann gar nicht nach links gehen. In diesem Spiel. Also in diesem Level oder so. Man kann nicht mehr nach links. Ich kann nur nach rechts. Oh. Ah, ich verstehe. Okay. Jetzt kommen wir nach da. Seht ihr, hänge ich zum Beispiel schon fest. Aber dann muss ich das nochmal hier machen. Boah, das ist ja komisch jetzt. Also ich muss versuchen, mich mit der Wasserspülung tragen zu lassen. Ein bisschen, ne?
vielleicht hilft mir das jetzt, dass er tot ist. Es wäre mir auch viel lieber, wenn ich in die andere Richtung geguckt hätte. Aber ich kann nicht nach links mich drehen halt, ne? Also manchmal vergesse ich dann eigentlich, dass ich zumindest nach rechts kann. Okay, das war jetzt doof von mir. Na. Yeah. So, jetzt kann ich ihn killen. Nee, warte. Ich will aber nicht auf die Plattform drauf. Das ist jetzt ein riesen Umdenken, was ich hier mache. Nein, ich darf hier nicht auf die Plattform drauf, weil sonst muss ich das hier wieder von vorne machen. Aber manchmal springt er so gerade raus, wisst ihr? Und ich will nicht, dass er gerade raus springt, sondern nach links gehen. Nach links mäßig so. So ungefähr. Ja, fast. Komm schon. Ich wurde getroffen, Alter. Tja, mach mal. Kann man nichts machen, oder? Kann man was machen? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich wieder hier. Spring doch nicht gerade, Alter. Ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Ich glaube, Moment, wenn ich. Ey, das ist so arschig, was hier passiert. Ah, Moment, Idee. Spinjumps. Spinjumps töten jedoch. Oh ja, Mann. Dann werde ich jetzt alles dafür tun, um diese Feuerblume zu behalten, damit ich es mir schön einfach machen kann. Die. Ah, okay. Das ist echt die Idee gewesen. Okay, nochmal. Warte, ich versuche ihn. Ne, ich glaube, von hier kriege ich ihn nicht gekillt. Achso, den darf ich nicht so töten, den muss ich ja so abspringen. Das sah schon mal ganz gut aus. Okay. Oh, da war ein Fisch. Na gut für mich, dass ich mir einfach gemacht habe und es hinbekommen habe irgendwie. So, dann ist hier die Röhre. Ah, fast. Okay, nochmal. Okay, das ist nicht weiter schlimm. Ich kann ja dagegen. Wow. Moment. Ja, das klappt. Für Anschwung. Wow. Ja, da kriege ich eine neue Feuerblume, aber. Ja, scheiß mal drauf. Ist das eine Reset-Tür? Ja. Weil ich hier irgendwas falsch machen kann, anscheinend. Boah, spring doch mal nicht gerade raus. Warum springt ihr mal gerade raus? Hätte ich einen Block mitnehmen müssen. Ich weiß es nicht. Ja, dann ist eh Ende, weil Mario schwimmt automatisch nach rechts. Komm schon. Ach, Mist, bis hier noch nicht weiter. Ich weiß noch nicht mal, was ich hier machen muss, ne? Was zur Hölle? So vielleicht? Vielleicht. Vielleicht war das richtig. Ich weiß noch nicht. Ich spinjump mal. Ach, nein. Nicht so. Kill den damit. Ach, ich. Boah, ich hab mich auf einmal nach rechts. Moment, wie hab ich mich gerade nach rechts gedreht? Mit dem Spinjump. Oh, natürlich. Aber wenn ich mich ja. Ich kann da nur einmal so rechts stehen, dann muss ich ja nach links stehen. Seht ihr, ich habe jetzt schon eine Links-Rechts-Schwäche durch die ganze Aktion hier. Nicht gerade rausspringen. So, genau. Dann hier. Wow, abbouncen. Okay, aber so abbouncen, dass ich meinen Wald hier durchfliege. Yeah. Moment. Oh, fuck. Okay, dann nochmal. Fisch, stimme ich nicht. Okay, dann warten wir hier halt. Boah, es ist so komisch, sich so umzudenken, ne? So. Ach, scheiße, hat nicht ganz gereicht. Nochmal. Ja, scheiße, Moment. Achso, nein, das geht. Mit 100 Saves jetzt geht das schon alles hier.
Komm, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Nein. Komm, das kriege ich aber hin. Ah, Mist. Boah, das ist schwer. Ich muss immer genau dann abhüpfen, wenn... Ja, oder ich probiere es einfach nochmal von vorne. Aber warum springt der mal gerade raus, Alter? Guckt euch das mal an. Okay, das war ja noch viel schlimmer. Ich verstehe auch den Faktor nicht, wovon das abhängt, wisst ihr? Oder kann ich unten höher? Ja, chillig. Naja, natürlich nicht. Mit einem Sprung so raus. Ja? Ich glaube aber vorne und hinten nicht, was ich hier mache. Ich darf natürlich dann nicht die Wand berühren. Hab's. Ich bin sogar ein Stückchen zu weit. Ha, jetzt bin ich ein Stückchen zu weit zurück. Das ist ein A. Instructions. Fire once, auto fire. Ach, das ist dieses Ding aus Donkey Kong 3, dem Arcade-Game. Arcade-Game. Schon verkackt. Achso, ich darf nur die... Logisch, nur die Koopas... nicht die Koopas, nur die Koopas töten. Damit der es hier aufmacht. Ist das jetzt Final Boss? Ich kann das Level auch nicht mehr verlassen, ne? Ne, dann ist ja gut. Ich würde aber echt... Köpft mich nicht, aber... Ne, scheiße, ich mach nur einen Cut und wir machen gleich weiter. Ich wollte es echt auf den nächsten Part... verschieben, aber ich glaube, so arschig bin ich auch wieder nicht. Komm, ich bin ja nicht wie im Fernsehen mit der Werbung und die geht einen Tag lang oder so, was ich noch warten muss auf den Part. Ich mache jetzt einfach mal kurz einen Cut, damit das wieder ein bisschen mehr synchron wird und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da bin ich wieder. Also hinter dieser Tür wartet hier, glaube ich, der Boss von diesem Level oder von diesem Spiel, vermute ich mal. Deswegen hatte ich noch eine Idee gerade. Ach so, guck mal, wenn ich das drücke, also wenn ich Y drücke, dann sprüht er einmal, wenn ich X gedrückt halte, dann sprüht er ganz oft. Ich hatte nämlich gerade noch eine Idee, um das noch weiter hinaus zu verzögern. Resetten das Spiel einfach. So, dann ist das wieder am Anfang. Übrigens, ganz am Anfang ist so ein Bildschirm. Da muss irgendeine Datei löschen. Ich weiß nicht, bei Evil Conquest, dem Hack, da war das auch schon mal. 122 mit Stern. Ich glaube, das heißt, wir haben es schon alles bekommen. Wenn wir alles bekommen. So, und jetzt fangen wir das Level nochmal von vorne an. Wir fangen immer mit 12 Leben an, erstaunlicherweise. So. Ich war mal auch so nett und habe schon mal rausgekriegt, wie man das erste Ding hier freischaltet. Ich muss hier irgendwie beide hoch machen, glaube ich. Ich glaube, das war das. Und dann geht das hier weg. Und ein Röhre spawnt. Okay. Oh, Springen ist verboten. Ich darf nicht springen, wozu? Dann dieser Block, den könnt ihr eh nicht kriegen. Tja, mal wieder, ist Springen nicht erlaubt. Ich krieg nicht mal eine Nachricht, dass ich das... dass das so ist. Ah, oh, schade. Scheibe. Keine Ahnung, was ich für eine Scheiße erzähle. So, mein Pilz, der folgt hier ganz brav bis nach unten. Na komm, jetzt können wir den mal langsam wieder nehmen. Soweit so gut. Ja, aber doch nicht. Muss man sich hier treffen lassen? Oder geht das auch anders? Ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. So, dann bleibe ich mal hier. Oder ich gehe einfach hier weiter. Genau. Ja. Blöd, ne? Ach, Mann. Okay, Moment, das können wir geschickter machen. Klar, ich lasse mich treffen. Schade, blöd gelaufen, aber dann machen wir es zumindest so, dass ich dann noch den Pilz mitnehme. Okay, ein bisschen Leben verpasst, aber kein Weltuntergang. Ja gut, ich muss jetzt nur einfach hier und dann warten und dann ist alles gut.
komme ich einfach so vorbei, dachte ich zumindest. Nicht ganz. Jetzt aber. Yeah, dann habe ich so Raum 2 geschafft. Und hier wissen wir ja schon, wie das geht. Okay, ich krieg ein One-Up. Aber dann sterbe ich doch. Was ist mit diesen Münzen hier? Okay, wer ist, wenn wir erstmal die Dings lesen? Ich habe auch so eine Leiste da oben. Du hast ja jetzt The Caster's Wonderstone bekommen. Bitte lies die rechte Messagebox. Drücke L oder R, drücke das Steuerkreuz, um irgendwo sich frei zu bewegen. Warte ein bisschen oder drücke L oder R, um abzubrechen. Oh mein Gott. Oh. Das macht mich zu so einem Geist irgendwie. Also ich kann mich dann teleportieren praktisch. Dann bin ich dann hier. Wow. Krass, das gefällt mir. Seht ihr nicht mal irgendwie sowas wie, ja, du darfst jetzt nicht mehr springen. Du darfst dich jetzt nicht mehr nach rechts bewegen. Oder nach links, meine ich. Darfst dies nicht. Darfst jeden Scheiß nicht mehr. Nein, diesmal ist es mal irgendwas, was mir einen Vorteil bringt, wisst ihr? Irgendwas, was cool ist. Das gefällt mir schon viel besser. Das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Falsch. Das wird sowohl. Ja. Sein. Kann mich hier oben so ein bisschen teleportieren einfach. Das ist doch echt chillig. A plus R steht hier schon. Okay. Achso, aber dann genau, wenn er die Feuer. Das Feuer macht. Ja, gut, Gelegenheit ein bisschen verpasst. So. Reicht das? Ja, reicht. Nee, ist das richtig? Ich dachte wegen die Münzspur, also der Münzblock. Achso, ich verstehe, dass ich dann hier hoch muss. Ah, okay. Rätsel gelöst. Nee, falsch. Ich komme nicht bis nach da hinten durch, oder? Oder Moment, wir machen das so. Dann spinjump ich auf den. Und dann schnell hier hoch. Jetzt A. Ah, ich weiß nicht, ob ich das drücken muss. Muss ich hier? Ja, ob es das jetzt wert war. Ich kann einfach jetzt drauf scheißen. Das war schon mal ganz falsch. So, da war mein Safe Set. Okay. Auf jeden Fall. Also was ich machen muss auf jeden Fall, ist dann hier entlang. Das war voll falsch. Kann ich in der Luft nicht mehr das Ding aktivieren? Ach komm schon. Ja. Doch nicht mehr so einfach wie am Anfang. Ach, ich hätte. Mein Fehler, ich hätte einen Spinjump da machen müssen. Egal, sind wir drüber hinweg. So, hier hätte ich mir auch einen Drapmond holen können oder was? Oder auch nicht, keine Ahnung. Oh, einmal hier rüber. Dann nochmal hier rüber. Und dann hier rüber, denke ich. Was kann ich hier unten? Aha, ein Leben war hier versteckt. Okay, diese wunderschöne Fähigkeit ist jetzt leider weg. So, wie ist denn das hier? Keine Ahnung. Ah! Okay, das ging erstaunlich schnell. Und nächster Raum. Oh, wir sind jetzt in Metroid. Zumindest grafisch gesehen. Ich weiß nicht mehr, Metroid Fusion oder Metroid Zero, irgendwie als von diesem Game Advance haben wir das, glaube ich. Oh, muss ich auf den Hairspin jumpen oder was? Ja, anscheinend. Wow. Okay, nee, das. Hier muss ich ja nur durchkommen.
dafür muss der Chuck erstmal sterben. Okay, nehm ich hin, aber... Ach Mist, die kommen wieder von der Seite. Ich dachte, die würden von rechts wiederkommen. Okay, Treppen. Lauf mal ein paar Treppen. Tja, das mit den Treppen hat mir auf jeden Fall besser gefallen als hier in dieser Suppe. Ach du Scheiße. Okay, was wollt ihr von mir? Okay, wunderbar. Autsch. Ganz falsch. Okay, das war jetzt Glück, dass ich das geschafft habe. Jetzt muss ich wieder einen geschickten Spin Jump, oder? Oh, scheiße. Ja. Okay, wunderbar. Soweit. So, das ging echt, glaube ich, leichter als das meiste andere. So, nimmt jetzt die beiden Brücke dann. Genau, vorm sich die letzte Tür dann. Ist das so ein. Oh, ich jumpe hier die ganze Zeit. Und eine gewisse Kombination, so eine Plattform, wo man springt die ganze Zeit. Hätte ich nicht eigentlich einfach Spin jumpen können am Anfang? Na egal. Ich weiß nicht. Oh oh. Was? Oh, ich hätte unten lang gemusst. Schlechter Safe-Set. Oh Mist. Oh Mist, das ist viel zu krass hier. Was zur Hölle? Okay, vielleicht gibt es ja eine gute Taktik hier für die Stelle, aber wenn ja, habe ich sie noch nicht raus. Vielleicht. Boah, das war jetzt abgerissen, wie ich durch diese beiden Bombs durch bin. Tja, jetzt Spinjump ich, aber es bringt gar nichts. Wäre auch zu einfach gewesen, also. Hätte mich jetzt gewundert, wenn die daran nicht gedacht hätten. Krieg ich es vielleicht doch noch hin? Nee, irgendwie komme ich da nicht rüber, ohne mich treffen zu lassen. Das ist zu hoch. Scheiß auf das Leben. Ich hab grad anderes zu tun. Tja, in der Infobox ganz am Anfang stand, der könnte oder könnte nicht leichter sein. Ich glaube, das ist jetzt könnte nicht. Ein Pilzblock oder was ist das da? Achso, der war da drin irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich brauche ich ihn. Oder? Muss nicht sein, aber es könnte jetzt vielleicht eine kleine Hilfe gewesen sein. Holy shit. Ja. Schade. Soweit. Diese Sprunggeräusche. Ja, okay. Scheiße, nicht schon wieder. Pumps. Ich muss das so machen und dann so darüber und dann. Weiß ich nicht. Ich glaube dann immer genau an diese Stellen. Boah, fuhr die Lücke erstmal nicht. Was? Jump. Oh, jump nicht mehr. Ich bewege mich gar nicht mehr. Okay, wir haben es wieder hingeschafft. Ah. So, ich finde das echt interessant und gut umgesetzt, dieses Power-Up. Weil es halt aus einem NES-Arcade-Spiel ist, mit Donkey Kong. Nicht mal mit Mario. Ist das jetzt der Boss? Die Welt 1. Ist das jetzt Welt 2? Ich weiß nicht. So Abenteuer, die Mario erlebt hat. Okay. Ich hab ein bisschen Angst, aber...
Mal schauen. Oder was? Ja. So Sachen, die wir erlebt haben. Cool. Oh. Tja, dann ging es da wohl doch hoch. Mal schauen. Wow. Entschuldigung, Leute, das ist die Bosstür. Bowser? Scheiße, jetzt habe ich einen verpasst. Ich werde sich echt nicht so den Arsch raushängen lassen, aber ich kann anscheinend Pilze. Naja, mehrere haben. Hier kommt The Climax. Was ist das? Okay, Final Boss würde ich sagen, ne? Ja. Wow. Gut, er ist schwer. Wie programmiert man denn sowas, ey, wirklich? Krass. Ja. Boah. Boah. Ey, da komme ich ja gar nicht mit klar. Okay, das waren meine Pilze. Was ist der da hinten? Was ist das überhaupt? Jetzt schwebe ich. Okay. Probieren wir es nochmal von vorne. Ich werde sehr viele Saves jetzt hier einsetzen müssen. Das kündige ich schon mal an. Weil, ihr habt ja gesehen, so viel wie ich geschafft habe jetzt mit ihm. Er nimmt nicht mal Schaden, wenn ich nicht springe. Also an seine Augen ran oder so. Dann hat er echt nur so ein paar Kratzerchen von mir bekommen, bis ich schon längst tot war. Boah, wo bin ich denn hier sicher dann? Boah, Kacke, Alter. Das hat er eben noch nicht gemacht. Wow. Wenn man nicht die ganze Zeit weg wäre, ne? So, jetzt kommt wieder das komische Ding. So, manchmal sind die zerstampft und dann muss ich da durch. Okay. Oh, was? Ey. Das wird immer schneller. Okay, okay, okay. Boah, wir haben's. Wir haben's. Was? Und dann kommen die von unten, oder? Okay, gut. Ausgerichtet. Boah. Boah, scheiße, wie... Cool, ich werde gewarnt, wann irgendwas kommt, aber... Scheiße, das war jetzt echt zu viel, um den Treffer nicht zu kassieren. Holy shit. Ich meine, das ist ein wunderbar umgesetzter Boss. Das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Den haben die wahrscheinlich auch extra für die Spiele auch gebaut, ne? Nicht schon vorher gehabt. Was? Okay, ich verstehe gar nichts. Die Musik ist auch echt cool. Ich auch zum ersten Mal. Oh, ein neuer Pilz. Das ist zumindest nett, dass ich mich bis zu 5 Mal treffen lassen darf und sogar einen neuen Pilz bekommen muss. Was? Ey! Wow, fuck, okay. Okay, das ist mal ein echter Bossfight. Wahrscheinlich auch Final Boss, oder? Ich komme immer näher. Ich meine, das ist ja das gleiche Layout vom Boden her wie beim Bowser-Fight. Was? Boah, scheiße, diese ganzen Kleinteile hier. Ich komme nicht klar. Und dann verschwindet das Wasser auch noch. Ja, okay. Hätte ich nicht schon genug Probleme. So, komm wieder her. Boah, danke für diesen Pilz. Ich bin noch nicht mal halb tot. Oh Mann. Ich hänge ein bisschen am Arsch. Okay, jetzt habe ich keine mehr übrig. Er ist halb tot, aber ich bin jetzt mit jedem Treffer tot. Macht der Safe States, muss mich irgendwie retten. Nicht wieder das mit diesen. Okay, das ist anders. Achso, ich kann ja auf dem Boden stehen, das ist so gut. Aber will ich gar nicht, weil ich will ja darüber springen. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich habe es ein bisschen versorgt. Nein, nicht retry, fickt euch doch. Zurück, ganz weit zurück. Hier wollen wir drüber springen und dann wollen wir da drunter herlaufen. Und dann wollen wir wieder drüber springen. Und mit wem und ich mich.
Ja, und dann knallt trotzdem so ein Ding nach unten. Wisst ihr, so arschig. Also ich bleib immer trotzdem kleiner, aber egal, wie viele Pilze ich habe. Also wenn ich nicht springe, werde ich aber nicht getroffen. Ist gut zu wissen. Und er ist wieder weg. Voll die coolen Soundeffekte. Wer nimmt das denn rein, Bruder, mit, frage ich mich. Ja gut, komm, wollte ich mal nicht so sein. Bin ich halt getroffen, aber einmal reicht. Was? Okay, ich muss aber auch sagen, was auch sehr gut ist, es kommt immer wieder irgendwas Neues. Es ist nicht immer dasselbe, was irgendwie mich da überrascht. Es ist immer wieder irgendein neues Hindernis. Das war sogar nicht mal so schwer jetzt mal. Das andere davor, dieser Parcours war schon viel schwieriger. Oh mein Gott, Freunde, ich komme echt nicht drauf klar, dass ich in so einem Moment unterbrochen werde. Ach, scheiße, jetzt bin ich da. Moment, nochmal so. Wo ist die Musik hin? Ich habe die Musik weggebackt. Scheiße, ich habe die Musik weggebackt irgendwie. Moment, nochmal rewinden. Jetzt ist sie wieder da. Gut, ich weiß nicht. Anscheinend kann man die wegbacken, indem man Pause drückt, Save State macht. Ich weiß nicht. Ich will das nochmal ausprobieren, aber gut, komm, das ist ein echt schlechter Moment. Zu probieren, ob man die Musik rausbacken kann. Oder ob ich das nochmal hinbekomme. Ach. Auf jeden Fall, ich habe einen Bug entdeckt in diesem coolen Bossfight. Bestimmt nicht. Ich bin der Erste. Aber ich bin auch der Erste, der wahrscheinlich Let's Plays macht und die ganze Zeit unterbrochen wird, die ganze Zeit, dass irgendwelche Menschen hier reinkommen wollen. Ah, oh, ich hasse es, vor allem gerade jetzt. Oh. Okay, ich verstehe schon die gefährliche Kombination. Und er haut ab. Aber er ist schon im roten Bereich. So lange kann dieser Fight nicht mehr gehen. Ah. Okay, am Ende nicht mehr springen am besten. Okay, und weiter. Schmerzen zufügen. Ist das ein Roboter? Ich dachte, er wäre erstmal so ein Käfer wegen diesen Dingern. Der erinnert mich ein bisschen an diesen Boss aus Mario Paint, den man auch mit Super Mario Maker machen kann. Falls überhaupt wisst, wenn ich mal. Ich weiß nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall gibt es da so einen Boss. Der macht auch so Käfer. Solche, genau diese Dinger da, die er schmeißt, den Laser. Andererseits kann der auch Raketen schmeißen und sieht ein bisschen aus wie ein Dragoman. Also, ich weiß echt nicht, was der hier ist. Der Kerl. Aber ich kann ihn schwer verletzen und gleichzeitig überleben, ne? Also. Okay, ich versuche mal. Oh Gott, hier zu stehen. Na? Nicht abhauen, oh Mann. Ah. Okay, egal, was ich mache, nicht springen. Das war ich schon mal. Was ist das? Checkpoint? Okay, haben wir ihn? Wir wissen es noch nicht. Also ich denke schon, aber wer weiß, ob der ein Comeback macht. Ich meine, wir haben ihn auch mit Käfers vorher gekillt, ne? Bis hierhin. Muss man auch dazu sagen. Was ist das? Ich drehe gerade meinen Kopf und ich verstehe nicht, was das für eine Gestalt sein soll. Warp. Es geht weiter. Oh, verdammt, das Spiel ist noch nicht vorbei. Wisst ihr was, Freunde? Das machen wir im nächsten Part dann. Denn, tja, ich weiß nicht, ob das das letzte Level ist. Keine Ahnung. Jetzt haben wir nur, glaube ich, bis jetzt vielleicht doch den längsten oder zweitlängsten Part in diesem Let's Play auf jeden Fall gemacht. Und beim nächsten Mal dann erkunden wir weiter. Bis dann.